Guten Abend, herzlich willkommen im A-Train. Das hier ist A-Train, kennen Sie natürlich, wunderbarer Club, das Wohnzimmer der Berliner Jazzszene. Und wir sind heute wieder in einer Veranstaltung, die Jazz aus Berlin heißt, JAB 105. Julia Hülsmann und Moritz Baumgärtner sind die beiden Musiker, die diese Konzertreihe kuratieren. Sie stellen das Programm zusammen, für immer für ein Jahr, ein Team, das wechselt dann nach einem Jahr. Und das ist heute das letzte Konzert in dieser Reihe vor der Sommerpause. Was dann nach der Sommerpause passiert, so im September, Oktober, weiß natürlich heute noch keiner. Wir haben die letzten beiden Abende im April und Mai live übertragen im RBB Kulturprogramm. Heute machen wir nur einen Live-Videostream über die Seite vom A-Train, Facebook und so weiter, wie Sie das gewohnt sind. Die Ausstrahlung dessen, was heute hier aufgenommen wird, wird dann im Radio im Juli stattfinden, am 7. und am 13. Juli, also auch montags. Denn montags übertragen wir im Juni an jedem Abend, also an jedem Montagabend hier live aus dem A-Train. Gestern Abend hat das Peter Weniger Trio gespielt. Am nächsten Montag wird es das Duo David Friedman, Martina Barta sein. Und RBB Kultur ist dann live dabei. Es ist heute der 24. Tag, an dem aus dem A-Train ein Videostream live gesendet wird. Das ist fast schon Normalität geworden, aber eine Normalität, an die sich keiner so richtig gerne gewöhnen möchte. Aber toll, dass es wenigstens funktioniert. Für den heutigen Abend haben Julia Hülsmann und Moritz Baumgärtner zwei Musikerinnen eingeladen, auf deren Konzert ich mich sehr freue. Ich kenne beide aus unterschiedlichen Konstellationen. Susanne Paul, die Cellistin, kenne ich zum Beispiel mit dem Berlin Jazz Orchestra. Die kenne ich aus ihrer Arbeit mit ihrem eigenen Quartett, ihrem Streichquartett und aus diversen anderen Bands, wo sie als Gast oder als Solistin mit dabei ist. Efrat Aloni, wir kennen uns auch schon seit vielen Jahren. Wir haben schon ein paar gemeinsame Projekte realisiert mit kleineren Bands, immer auch mit viel Elektronik am Start. Und heute ist es ganz anders. Heute haben wir ein akustisches Set. Eigentlich sollte ein Quartett spielen, aber das können wir nicht machen, weil wir müssen ja wenig Leute sein im A-Train, also gibt es heute eine Duo-Vorstellung. Upside Down heißt dieses Duo, also wir kippen alles von oben nach unten und wir werden vielleicht nachher im Gespräch mit den beiden auch erfahren, was es damit genau auf sich hat mit diesem Bandnamen oder mit dem Namen dieses Duos. Jetzt hören wir es erstmal, Upside Down, Susanne Paul und Efrat Aloni. Sarah, yeah, like it, yeah, yeah.
Ja, herzlich willkommen. It's a very strange situation for us. I've never played a concert with no audience whatsoever. I don't know if you know, but singing, it's a lot about Sachen sich vorstellen. So I'm imagining that you're sitting with us, and I hope you'll enjoy this evening. And I need a bit more cello in my monitor. Thank you. Susanna Bauer, what will I do when you are far away and I am blue? What will I do? What will I do? No regret.
make a kick I'm going to continue confusing you between the languages. Languages. English and Hebrew. The next one is called Zemer, and it means a song. Thank you.
bronke, bra, bronke, bronke, ga, 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 bronke, Friedrich, bronke, bronke, ga, 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 bronke, 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 ga, 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 bronke, bra. Little boy on a white la reggae,
Slowly, and that
Frataloni und Susanne Paul, Jazz aus Berlin, JAB 105 im A-Train. Da sind wir live im Wohnzimmer der Berliner Szene. So ganz ohne Publikum, das ist gewöhnungsbedürftig, auch wenn es jetzt schon eingespielt ist. Um das vielleicht von den beiden Damen genauer zu hören, bitte ich euch einfach mal hier ein bisschen nach vorne zu kommen. Abstand zu halten, klar, aber vielleicht nehmen wir die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen. Schön, dass wir dieses, ich weiß nicht, ob es eine Premiere ist, ob es das erste Mal ist, dass ihr im Duo zusammen auftretet, Efrat und Susanne. Es ist ein recht neues Projekt, die wir jetzt gemeinsam gestartet haben. Ich habe Susanne auf einem Konzert kennengelernt, wo sie selber gespielt hat und dachte, I need to know this person. Und da ist es zustande gekommen. Also wir arbeiten seit, glaube ich, ein Dreivierteljahr zusammen. Ja, genau. Sollte das ja ein Quartettabend werden. Ne? Ursprünglich sollte ich mit meinem Händel-Projekt hier spielen. Ich habe ein Projekt, der heißt Händel Fast Forward. Und das ist tatsächlich ein Quartett. Und der Bassist wohnt auch in München. Und das war alles mit der Corona-Situation sehr kompliziert und problematisch. Und dann dachten wir, dass wir, da diese Duo stand und ich arbeite sehr gerne mit Susanne, dann haben wir das quasi getauscht. Susanne, was ist für dich als Cellistin die Herausforderung, sozusagen als einziges Instrument mit einer Gesangsstimme zusammenzuarbeiten? Also ich habe die Aufgabe und auch das Vergnügen, sozusagen alles darzustellen, das ganze Programm von Bass bis Akkorde bis eben komplementäres Musikinstrument, Rhythmus natürlich auch. Und ich mag das sehr gerne, einfach als Cello sozusagen, das Cello als Rhythmusgruppe zu benutzen und Efrat zu begleiten. Also mir ging es so, Gesang und Cello, da fielen mir komischerweise zuerst Bobby McFerrin und Yo-Yo Ma ein. Ja, ne? Ist es schwer, sich vielleicht auch von solchen Programmen, die es schon gibt, irgendwie so völlig frei zu machen und sagen, wir machen was völlig anderes. Ihr macht was völlig anderes, Gott sei Dank. Aber es gibt ja kaum was, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, also für Cello und Gesang, für diese kleine Besetzung. Ich habe auch im anderen Duo auch schon genau dieses gemacht, Gesang und Cello. Es gibt aber verdammt wenig. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das alles abgegrast ist. Also überhaupt im Gegenteil. Also wir haben eigentlich alle Möglichkeiten der Welt. So. Ich meine, ich kenne natürlich das Duo. Aber ich muss zugeben, es kam mir gar nicht in den Sinn, als ich Susanne gefragt habe. Jetzt, wenn du das sagst, natürlich gibt es das schon. Aber ich mag mich gerade, wenn ich neue Projekte anfange, mich von alles anderen abzuschotten. Ich versuche, meine Festplatte zu löschen und von neu anzufangen, damit es wirklich frisch ist. Und was ich nicht möchte und hoffentlich auch nicht tue, ist, andere Leute zu imitieren. Also, I'm not pretending to invent the wheel, but it's very important for me to create something that is my own. Das ist es auf alle Fälle. Das war auch gar nicht so sehr mein Eindruck, dass da was kopiert werden soll, sondern einfach so diese Besetzung, die ist so ungewöhnlich. Und wenn man sowas macht, dann denkt man, wie kann man sich davon, was es schon gibt, wenn es so wenig davon gibt, vielleicht auch wirklich ganz deutlich distanzieren. Efrat, du lebst ja schon sehr lange in Berlin. Du kommst aus Israel. Ja. Und meine Frage jetzt so auch ganz dieser ganzen aktuellen Diskussion und Situation in Deutschland jetzt ein bisschen geschüttet: Wie fühlst du dich heute
Hast in du meinen Berlin. Atem gehört? Ja, ich habe deinen Atem gehört. Und das ist eigentlich schon fast eine Antwort. Ansage, richtig. Das hat sich möglicherweise aber auch verändert, dein Gefühl, hier in Berlin, in Deutschland zu sein. Ich muss sagen, es hat Wellen. Es hat sich definitiv, ich bin jetzt über 20 Jahre in Berlin. Ich kann aus meiner Perspektive sagen, es hat sich deutlich verändert. Nicht zum Guten, lustigerweise, weil ich glaube, dass bestimmte, I don't think people think differently, but I think they allow themselves to say what they were thinking before and didn't dare to say it before. Okay. Für mich ist es da der Wechsel. Also die Menschen denken eigentlich schon lange so, wie sie sich heute auch öffentlich äußern. Richtig. Also meinen jetzt äußern zu dürfen. Mhm. Und das ist für mich der Wendepunkt und die ist definitiv spürbar. Allerdings muss ich sagen, dass wenn ich Deutschland mit anderen Ländern vergleiche, wie zum Beispiel das, was gerade in den USA passiert, ist es natürlich ein ganz anderer Kaliber. Und das muss man auch ein bisschen im Perspektive halten. Natürlich habe ich viel dazu zu sagen. I don't think we have the time for me to say everything I have to say about this. Aber ja, also ich finde, ich danke dir, dass du das beantwortest oder dass du mich das fragst, weil you're basically giving me space not to talk about it on stage and I appreciate that. Sehr gerne. Du singst ja auch, ich sage es mal, in deiner Muttersprache mehr als früher, habe ich das Gefühl. Das empfinde ich als Hörer, das auch als ein Statement. Das ist meine Trotzreaktion. Ich empfinde das tatsächlich als ein Statement deinerseits. Ja, ist es auch, ja. Verrate uns doch bitte, was du in deinem Solostück gesungen hast. Was der Text, Der die Botschaft. Text, es ginge darum, es fing an mit einem Stück, das heißt Schier, das bedeutet ein Song. Und es ginge darum, das schönste Lied zu finden, was wegen seiner Schönheit, it's so beautiful that you just burn from the inside and you disappear and you dissolve. Also es ging quasi um die Suche nach ein wunderbares Musikstück, womit man auch sagen kann, okay, jetzt kann ich auch sterben. Jetzt kann ich gehen. Wir hören als nächstes ein Stück von Händel. Susanne, wie näherst du dich als Cellistin, als Solistin der Musik von Händel? Also in diesem Fall... Vielleicht kommst du ein Stück näher. Ja, ich komme gerne näher ans Mikro. Also in diesem Fall nähere ich mich an Händel an über diese Ecke hier, denn sie hat ja eigentlich mit ihrem Quartett dieses Händel-Programm und sie hat dafür die Sachen arrangiert, das heißt auch schon ein ganzes Stück verfremdet, diese Händel-Arien, und dann habe ich wiederum wir haben gemeinsam eigentlich daran gearbeitet, wie ich diese Quartettfassung wieder auf ein Cello umpacke, das heißt, es sind eigentlich zwei Ecken weg von Händel sozusagen. Also ich habe eigentlich zuerst mich mit Fratz' Version beschäftigt, bevor ich den Original-Händel sozusagen kannte. Okay. Genau, ich sage, either he's turning in his grave or he's very happy. I'm not sure about it. Okay. Probably both. Also entweder dreht er sich im Grab um oder er ist glücklich. Wir werden das gleich hören. Wie kommst du auf Händel? Ich habe eine sehr lange Liebesgeschichte mit klassischer Musik und auch sehr gerne Barockmusik, weil dort auch sehr viel improvisiert worden ist. Das heißt, der Bezug zu Jazz ist für mich sehr nah. Es ist mittlerweile leider ein bisschen so, dass alles in so ein Museum reingesteckt worden ist und man darf es nicht anfassen und um Gottes Willen nicht verändern. Und das ist genau das, was mich interessiert hat. Und es ist sehr weit weg von Original. As I said, for better and for worse, you'll hear. Okay, wir werden uns das jetzt anhören. Vielen Dank. Ja, danke dir. Danke Susanne dir. Paul, Efrat Aloni. Wir hören Händel in dieser Besetzung von Upside Down. Jetzt wollte ich eigentlich noch fragen vorhin, warum Upside Down? Ich denke, wir stellen Händel vom Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt. Come to me, soothe and soothe.
going to be your publicum and tell you. Oh.
Thank you.
That was Händel. The piece was called Leave Me Lonesome Night, and it's from an opera that's called Semele. And as I said before, he's either turning in his grave or flying in the sky. Thank you for joining us this evening. This is Susanna Powell on the cello. I'm Efrat Aloni. Stay safe and healthy. Me
Susanna Paul. Thank you so much for listening. My name is Frataloni. Efrat Aloni und Susanne Paul, Upside Down, live im A-Train, heute im Livestream Jazz aus Berlin, JAB 105. Die besondere Konzertreihe, normalerweise immer am ersten Dienstag eines Monats, heute mal am zweiten Dienstag. Und der Hausherr, Sedal Sedan, der soll natürlich auch mal zu Wort kommen. Jetzt, na klar. Das ging aber schnell. Sedal, du bist dran. Du bist dran, du bist nicht vorbereitet. Du bereitest dich ja seit 24 Online-Tagen bereitest du dich auf diesen Abend vor. Sedal, ja, da steht Tag Nummer 24 als Livestream aus dem A-Train. Hast du dich inzwischen an diese neue Situation gewöhnt und fühlt es sich ganz normal an? Also das ist wirklich ganz, ganz neu und ich eigentlich am liebsten möchte ich mich nicht daran gewöhnen, weil ich bin eigentlich auch so ein Live-Mensch. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es wieder losgeht. Das ist jetzt eine Überbrückung, das ist jetzt irgendwie nichts anderes, als dass wir jetzt irgendwie Hoffnung signalisieren und Perspektive schaffen wollen und so. Einfach mal, bis es losgeht, dass wir einfach so eine Freude auslösen in uns, beim Publikum und so weiter. Ich glaube, das gelingt uns und deswegen möchte ich eigentlich, um deine Frage zu beantworten, würde ich am liebsten gerne, dass das hier wieder Publikum hier im Club ist und wir direkt irgendwie mit ihnen zusammen irgendwie die Live genießen. Also diese Idee, die du hast, den Club lebendig zu halten, den Leuten, sowohl den Musikerinnen und Musikern, als aber auch dem Publikum zu zeigen, es gibt den A-Train, hier ist Leben in diesem Club, das ist toll. Was ist die Resonanz? Was kriegst du für Feedback? Wie reagieren die Leute, die sich so einen Livestream zum Beispiel angucken? Also ich bin wirklich erstaunt und ich freue mich immer über jedes Feedback und alles wirklich insgesamt. Es gab wirklich kein negatives Wort darüber, dass wir jetzt irgendwie über diesen Weg irgendwie die hinaus in die Welt Musik raustragen. Es ist ganz umgekehrt. Also die Menschen sind sehr froh und auch die Musiker erleben ein tolles Gefühl. Also wie sie hier reinkommen und wie sie gehen. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Wie gestern, wir beide haben ja das Konzert von Peter Weniger Trio erlebt. Und keiner wollte so richtig den Club verlassen, weil einfach die Freude so in der Luft lag und auch in der Musik. Ne? Und das merkt man. Und die Musiker haben ja auch selber gesagt, wir haben auch so wirklich lange auch gar nicht mehr so gespielt. Und das ist jetzt irgendwie die Gelegenheit da. Und man hat sich so gegenseitig bedankt, also dass man jetzt irgendwie zusammen was aufbaut. Und das ist übrigens auch, Livestreaming wird ja auch eigentlich ein Teil jetzt in absehbarer Zukunft. Ne? Das ist ja nicht, wir werden leider die Bühne auch, die Kapazität des Clubs ist ja eingeschränkt. Das wird ja bis auf ein Drittel reduziert, wenn man die Abstände einhalten will. Und deswegen spielt einfach Livestreaming sowieso eine Rolle. Also deswegen bin ich auch froh, dass wir auch dieses Segment jetzt aufgebaut haben und auch das zusätzlich mit den Konzerten sehr gut verbinden können. Also das, was du gerade gesagt hast, gestern Abend dieses Konzert vom Peter Weniger Trio, das ist dann so ein Moment, den erlebt man wirklich relativ selten, dass auch die Musiker nach dem Konzert unbedingt noch mal sehen wollten, diesen Stream, also wieder noch mal angucken, was haben wir da gemacht und sich total gefreut haben über das, was sie gemacht haben. Also das war wirklich ein ganz ungewöhnlicher Moment, finde ich, gestern Abend. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Wie gestaltest du dein Programm hier? Nach welchen Kriterien suchst du die Leute aus, die du einlädst für diese Streaming-Konzerte? Das dürfen nicht viele Leute in einer Band sein, das müssen kleine Besetzungen sein, das ist klar. Gibt es so ein paar Spezialisten, die du besonders, wo du einfach nur anrufen musst und die kommen dann? Ja, man wächst ja, also eigentlich mit dem Club hat man ja auch wahnsinnig etwas aufgebaut, ne? Die Verbindung und das Zusammensein und das ermöglicht einem wirklich auch so, hat eigentlich so ein riesen Vertrauen aufgebaut und wenn man dann ins Gespräch kommt und wenn man miteinander redet, dann sage ich, habt ihr eigentlich Lust, mal beim Livestreaming teilzunehmen? Und dann reden wir und dann am Ende klappt es meistens, weil
einfach die Situation, die das jetzt A-Train erlebt, ne, nach so vielen Jahren, ist einfach ein schönes Gefühl, dass das Miteinander, dass die Musiker tatsächlich auch sowohl ich mit den Musikern und Musiker mit dem Club, und da ist eine Riesenverbindung da, und das macht natürlich mir meine Aufgabe leicht. Man kann auf der Homepage vom A-Train sehen, was in den nächsten Tagen, Wochen bis Ende des Monats noch passiert. Wir haben diese schöne Reihe, Montagabend, die Jazz-Relevanten. Da wird am nächsten Montag dann David Friedman zu hören sein. Dann gibt es eine Band um Ernst Bier. Wie nennen sie sich? Little Shop of Jazz, genau, eine Quartettbesetzung. Mit Peter Weniger kommt dann wieder mit dazu. Und dann haben wir nochmal Julia Hülsmann und Christopher Dell am letzten Montag im Juni, Piano und Vibraphon. Und zwischendurch gibt es natürlich auch jede Menge Konzerte, die man sich im Stream angucken kann. Und wenn man Lust hat, dann kann man Feedback abgeben. Entweder man schreibt, es war ein schöner Abend, oder man sagt, wenn ich da hingegangen wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich 20 Euro da gelassen, dann kann man die auch überweisen oder so, oder? Da freuen wir uns immer. Die Musiker freuen sich auf alle Fälle auch. Sie sehen es vielleicht im Hintergrund schon. Unser nächster Gast des heutigen Abends hat Platz genommen, Marc Schmolling. Es ist ja das Motto von Jazz aus Berlin, Two Concerts, One Night. Das erste Konzert haben wir gehört, jetzt kommt das zweite Konzert in dieser Nacht. Es geht um Erinnerungen. Wenn man auf Reisen ist, dann hat man immer ein Fotoapparat dabei. Und es gibt viele Leute, die sagen, man sollte gar nicht so wahnsinnig viel fotografieren von den Dingen, die man sieht und von denen man so beeindruckt und begeistert ist, weil man dann gar nicht richtig hinguckt, sondern man will eigentlich nur ein Foto machen. Aber es geht um die Erinnerung. Und die Erinnerung, die trägt man besser in sich mit nach Hause, und man braucht gar keine Fotos. Ich glaube, auch Marc Schmolling hat ein paar Reisen unternommen. Der hat vielleicht weniger Fotos gemacht als die Ideen und die Gedanken und die Erinnerungen, die Impressionen, die er in sich trägt, in Töne gekleidet. Und deswegen heißt sein aktuelles Album, ist ganz brandneu, Souvenir. Souvenir, das sind Erinnerungen, Dinge, die man mitbringt. Und in diesem Falle von Marc Schmolling sind es musikalische. Marc Schmolling.
Marc Schmolling, erstes Set von ihm, Souvenir. Marc kommt natürlich auch für ein kurzes Gespräch her. Marc, mir ging gerade so durch den Kopf, ist eigentlich ein total schönes Bild. Du hier im A-Chain an diesem Flügel und über dir Herbie Hancock. Ach so. Ja. Also von wegen Souvenir meinst du? Ja, zum Beispiel. Das könnte doch sein. Ja. Der hat an diesem Flügel auch schön gespielt. Oh, das freut mich. Für ihn auch. ich mag den Flügel hier im A-Train ja auch sehr gerne. Also, hat man leider nicht in vielen Clubs gute Flügel, gute Klaviere? Ja, das ist wahr. Es gibt in Berlin jetzt mittlerweile, also es gibt auch manche kleinere Clubs, die rüsten so nach und nach auf, wo dann irgendwie dann plötzlich entweder ein altes Klavier mal da war und dann ist plötzlich dann doch ein etwas, ja, auch ein gebrauchter, aber etwas besserer Flügel, etwas besser im Schuss, nee, davon gibt es kein Adjektiv, Schusserflügel. Ein Schusserflügel. Das ist ja der Fluch für die Pianistinnen und Pianisten, dass sie immer mit dem Vorlieb nehmen müssen, was ihnen angeboten wird, weil so ein Instrument schleppt man ja nicht mit sich rum, es sei denn, man ist Herbie Hancock, dann macht man das natürlich, aber das ist eigentlich manchmal auch ein bisschen frustrierend. Also diesen Eindruck habe ich öfter schon gewonnen bei Musikern. Ja, ich sehe das aber nicht ganz so frustrierend. Also, weil eigentlich als Pianist bist du ja deinen Lebtag gewohnt, sozusagen auf anderen Instrumenten zu spielen. Und das ist eigentlich im Prinzip eine Herausforderung, die man über die Jahre dann einfach lernt, dass man sozusagen den Sound, den man selber hat oder haben möchte, fast schon egal, auf welches Instrument anpasst. Und wenn es halt ein altes Honky-Tonk-Piano ist, dann selbst da, dann spielt man halt vielleicht anders oder auf jeden Fall lernt man damit umzugehen und ich bin selten darüber frustriert. Ich mag sogar manchmal auch ganz alte Klaviere sehr gerne, wenn sie jetzt nicht total museumsreif sind, aber also noch spielbar meine ich, aber die haben dann manchmal auch so eine Blume und so einen Charme. Aber dieser Flügel hier, der hat eben beides. Also der ist sozusagen brillant, aber hat auch so diese, so eine irgendwie eine eigene Geschichte drin, finde ich. Also das ist ein guter, schöner Sound. Eine eigene Geschichte ist vielleicht auch ein Stichwort für den Titel deines aktuellen Albums, Souvenir. Ja. Ist das, was ich vorhin gesagt habe, in etwa zutreffend, dass du Erinnerungen sammelst und die zu Hause quasi nicht in ein Tagebuch schreibst, sondern aufs Notenpapier und dann mit der Musik, wenn du sie spielst, die Erinnerungen auch wieder abrufen kannst? Ja, es ist ein bisschen abstrakter zu sehen, wobei es auch ein paar konkrete Momente oder Bilder und Erinnerungen gibt tatsächlich, aber eben auch fiktive, sozusagen noch nicht geschehene Erinnerungen. Und ich lese gerade mit meiner Tochter das Buch Alice hinter den Spiegeln. Mhm. Da geht sie tritt sie durch den Spiegel in die, das ist der zweite Teil von Alice im Wunderland, und da trifft sie auf die Weiße Königin. Und die Weiße Königin, die hat ein Gedächtnis vorwärts, also rückwärts und vorwärts, und findet es total einfältig, dass Alice nur ein rückwärtiges Gedächtnis hat. Und das fällt mir ein bisschen dazu ein, also dass es sozusagen auch die Fiktion natürlich durchaus da Platz hat. Du hast dieses Album Souvenir genannt und du schreibst dieses Wort Souvenir, wie du mir vorhin gesagt hast, so wie man es in der tschechischen Sprache schreibt. Ja, normalerweise schreibt man das Französisch oder wie auch immer, aber Tschechisch hört man es und liest man es jetzt nicht so unbedingt sehr oft. Warum? Damit man es jetzt öfter liest. Damit man es, wenn man ganz viel von den CDs kauft, dann eben ganz oft liest. Genau. Nee, aber es hat ja bestimmt Mutter, meine Mutter kam aus der damaligen GSSR, hieß sie ja noch, und war eine gebürtige Pragerin, und deswegen habe ich so ein bisschen schlampig Tschechisch gelernt. Mir hat einfach dieses Wort, so wie es da geschrieben wird, eben auch sehr gefallen. Und meine Mutter war ja auch Dichterin, und da kamen noch so ein paar Sachen auch damit rein. Also, und man schreibt das S-U-V-E-N-Y mit so einem Querstrich drauf und also Schrägstrich und ein R. Und das sieht auch ein bisschen, also ich finde, das sieht schön aus als Wort auch, so wie es da geschrieben ist. Und aber ja, nee, daher das Tschechische. Also das ist ganz klar familiär. Bedingt. Was mir vorhin, als ich dich beobachtet habe, beim Spielen durch den Kopf gegangen ist, dachte ich mir, es ist
ist eine ganz merkwürdige Situation oder stelle ich mir als merkwürdige Situation vor, hier in so einem Club alleine am Flügel zu sitzen, zu spielen, zu wissen, da gucken Leute zu, da hören Leute zu. Man kriegt aber das Feedback nicht und normalerweise nach so einem Titel, man hat irgendwie so einen richtig guten Akkord am Schluss, da gibt es normalerweise Beifall. Das ist die Chance für einen Musiker, auch mal so ein bisschen durchzuatmen, sich zu konzentrieren, auf das nächste Stück irgendwie einzugrooven, vielleicht auch mal einen Satz zu sagen, einfach um auch einen gewissen Abstand zu haben. Im Studio, wenn man sowas aufnimmt, dann würde man wahrscheinlich einen Kaffee trinken gehen nach so einem Stück oder eine Zigarette rauchen oder irgendwas anderes machen, ehe man das nächste spielt. Welche Art von Konzentration ist das in so einer Situation für dich jetzt hier? So hintereinander weg, so en suite die Stücke spielen zu müssen, ohne so einen auch gedanklichen Break. Also die Konzentration, ich habe jetzt ein Konzert hatte ich schon in dieser Into the Shed-Reihe von Ronny Graupe. Deswegen kenne ich die Situation so ein bisschen und ich habe danach so drüber nachgedacht, was ist das jetzt eigentlich? Es ist nicht Studio, aber es ist auch eben nicht live, also quasi kein Publikum vor Ort zumindest. Und das Beste, was es eigentlich trifft, und da komme ich jetzt auf dich zurück, Ulf, ist, das ist eine Situation, wie wenn du im Radio spielen würdest, weil du weißt, dass da draußen eine Menge Leute zuhören. Hoffentlich doch. Davon gehen wir jetzt mal aus. Genau. Und die Konzentration, die kommt, die rührt eigentlich aus dem her, dass man sich einfach fokussiert, sich einfach besinnt und diese Spannung hält, als wäre sozusagen ein Publikum da und den Applaus, der ist jetzt auch Fiktion sozusagen in meinem Kopf. Genau. Aber. Du setzt deine Stimme ein bei einigen Stücken. Ah, ja. Das ist eine Besonderheit. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die sagen, die nervt das zum Beispiel, wenn Keith Jarrett Solo spielt und irgendwie immer so zwischendurch so stöhnt. Die sagen, er soll Klavier spielen und nicht. Aber ich glaube, das gehört dazu. Oft für viele Pianisten, die Solo spielen, gehört diese Stimme dazu, weil man spielt ja eigentlich einen Song und so ein Song gehört gesungen, sage ich jetzt mal. Ja, und es ist auch so, dass ich eigentlich irgendwie stark vom Singen komme, also ich bin überhaupt kein Sänger, aber bei mir zu Hause wurde viel gesungen und so weiter und das Instrument ist sozusagen der verlängerte Arm meiner Stimme und wenn ich mich ganz, ganz stark konzentriere, dann kann ich das abschalten, aber ich habe in erster Linie erlebt, dass dieses Brummen und Singen für mich ein Motor ist, der sozusagen die Impulse freigesetzt werden für das Weitere und weil ich sozusagen in so Gesten denke oder in was heißt denke, während ich improvisiere und spiele und das ist dann sehr impulsiv und oder intuitiv und das ist eigentlich in erster Linie, ja wie gesagt, so ein etwas, was das freisetzt oder unterstreicht, was ich da gerade spiele. Und eigentlich jetzt nicht unbedingt gewollt, aber wie gesagt, ich fühle mich dabei eigentlich auch am wohlsten, wenn es einfach dann rauskommt. Genau. Du improvisierst, du spielst aber auch Kompositionen. An welcher Stelle entscheidest du, wie, was als nächstes passiert? Was ist das geplant oder ist es nicht geplant? Naja, ich habe heute ein paar Kompositionen auf dem Zettel, die eben auch von meinem Album sind, die da auch drauf sind. Und auf dem Album ist es auch so, dass sich die Komposition mit einem improvisierten Stück abwechselt. Und letztlich habe ich ungefähr so einen Plan auch für heute gehabt, der bis jetzt auch aufgeht, dass ich das abwechsle. Also ich habe mit Souvenir angefangen, dann kam eine Improvisation, dann kam One Eye Awake und dann kam eine Improvisation und am Schluss habe ich Maminka gespielt. Und also jetzt von diesem ersten Set, genau. Und ich denke, ich würde jetzt auch mit einer Improvisation erstmal konsequenterweise weitermachen und dann kommt wahrscheinlich Rock'n'Schmoll und dann kommt eine Improvisation nochmal und dann kommt Yesteryears, genau. Dann wollen wir dich nicht aufhalten. So, das ist gut. Dann Mark Schmolling. Danke. Jazz aus Berlin. Danke. Aus dem A-Train.
Thank you.
Dankeschön da draußen. Volle Konzentration. Vielen Dank, Marc Schmolling, für dieses Souvenir oder für diese vielen Souvenire. So auch der Titel des aktuellen Albums. Ja, und damit sind wir durch für heute Abend. Jazz aus Berlin, JAB 105, live aus dem A-Train am 24. Tag des Livestreamings aus diesem Club. Two Concerts, One Night, Marc Schmolling, Efrat Aluni und Susanne Paul. Upside Down haben wir gehört. Und für Bild und Ton verantwortlich waren heute Caroline Siegers, Peter Schladebach, Jan Göhler, Uli Hieber, Timo Clemens, Glebzer, Grebin. Und für die Gesamtatmosphäre bedanken wir uns alle bei Sedal Serdan, der alle immer sehr gut versorgt und sich hier sehr wohlfühlen lässt. Mein Name ist Ulf Drechsel, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht. Aber bevor ich mich richtig verabschiede, sage ich Ihnen noch, dass Sie am 13. beispielsweise, am 13. Juni auf RBB Kultur Jazz hören, live mitgeschnitten beim Jazzfest mit Publikum. Anthony Braxtons Zim Music, dann am Sonntag wird es wahrscheinlich ein Porträt, ein Gespräch mit John Scofield geben und am nächsten Montag wieder ab 23 Uhr hier live aus dem A-Train das Duo David Friedman und Martina Bartha bei den Jazz-Relevanten. Mehr müssen Sie sich jetzt nicht merken. Wahrscheinlich auch zu viel. Das war's. Also kommen Sie gut durch die Nacht, machen Sie was draus und behalten Sie einen guten Geschmack. Ciao.